Und wir starten jetzt gleich mal rein in das Thema Selbstbewusstsein und Agilität über Oliver Kahn und Dalai Lama, zwei Personen, die ich in einem Satz wahrscheinlich eher selten zusammen nennen würde. Und Ami, China und Boris wollen uns jetzt mal erklären, wie da der Zusammenhang besteht und was wir daraus lernen können. Guten Morgen, ihr drei. Guten Morgen. Vielen Dank dir für die Anmoderation. Die Doppelte. Ja, doppelt hält besser. Inspect und Adapt ist sinnvoll, habe ich gehört, in diesem Umfeld. Okay, wie schon angesprochen, wir möchten euch heute was erzählen über Selbstbewusstsein. Was hat das mit Agilität zu tun und warum zur Hölle haben wir Olli und Dalai bei uns im Vortrag drin? Was ihr brauchen werdet, ist auf jeden Fall etwas zu schreiben. Das kann was Elektronisches sein, wo ihr reintippt. Das kann ganz klassisch Stift und Papier sein. Aber wenn ihr das meiste aus dem Vortrag rausholen wollt, dann schnappt euch was zu schreiben und das Lächeln auf den Lippen. Was haben wir heute mit euch vor? Zum einen mal, wir erklären euch kurz, wer sind wir eigentlich? Was ist unser Bezug zu diesem Thema? Wie sind wir drauf gekommen? Was soll unser Thema sein? Worum geht's? Wir schauen uns das selbst in allen Facetten an. Also wir werden ziemlich viele Wörter beleuchten, die am Anfang ein Selbst stehen haben. Schauen uns an, was ist der Unterschied, wie hängen sie vielleicht zusammen. Und wir wollen euch ein bisschen dabei helfen, euer Selbst zu entdecken. Und natürlich danach herauszufinden, was könnt ihr denn tun mit den Dingen, die ihr aus diesem Vortrag gelernt habt. So viel zu dem, was wir mit euch vorhaben. Wer sind wir eigentlich? Ja, Amelie. ganz kurz ein paar Worte zu mir. Ich arbeite, also ich bin Amelie, arbeite als Agile Coach und in meinem Alltag beschäftigt, also in meinem beruflichen Alltag beschäftigt mich ganz stark die Frage, wie ich die Teams, mit denen ich arbeite oder auch die Organisationen und die ganzen darin beteiligten Personen zu mehr nachhaltiger Agilität befähigen kann, wo eben der Mensch und die Zusammenarbeit untereinander und die Kommunikation im Vordergrund steht. Und am Anfang, also vor dem Lockdown 1, war ich in Quarantäne, weil ich davor Skifahren war. Und die Zeit habe ich genutzt, um bei mir mal auszumisten. Unter anderem meine alten Studiumsunterlagen. Und da sind mir dann alle möglichen Dinge zum Thema selbst, also ich habe Psychologie studiert, in die Hand gefallen. Und ich fand das Thema so spannend und habe mir zu dem Zeitpunkt gedacht, okay, irgendwas muss ich damit machen. So bin ich auf das Thema selbst gekommen, weil ich auch gedacht habe, gerade in meinem beruflichen Alltag kann mir das helfen, mit meinen Teams sie zu mehr nachhaltiger Agilität zu befähigen. China. Ja, hi, ich bin China. Ich bin auch Agile Coach und Scrum Master bei der Novatec. Und mir ging es ähnlich wie Amelie. Ich habe mich mit dem Thema selbst auch im beruflichen Alltag immer mal wieder, bin ich dran vorbeigeschlittert und habe dann beim Joggen, was ich im Privaten sehr gerne mache, einen Podcast gehört und bin an dem Thema hängen geblieben und direkt in den Austausch mit Amelie und Boris gegangen. Und so kam es auch so ein bisschen zu dem Vortrag, dass wir eigentlich alle, wie ihr gleich erfahrt, an dem Thema vorbeigekommen sind und unsere Begeisterung für das Thema entfacht ist. Im beruflichen Alltag beschäftigt mich die Frage, wie kann ich Menschen für Wandel begeistern und sie in ihrer Wirksamkeit stärken? Boris. Danke, Schiene. Genau, bei mir war es, wie bin ich zum Thema selbst gekommen, mich mit mir selbst zu beschäftigen. Ihr kennt das vielleicht, wenn man viel Sport macht, viel Kraftsport, dann wird man so ein bisschen unbeweglich. Das ist mir auch passiert. Da dachte ich, wer sind denn so die beweglichsten Menschen auf der Welt? Yogis, also Menschen, die Yoga machen. Bin dann in so einen Yogakurs gegangen. Ich weiß nicht, ob ihr als Mann schon mal in einen Yogakurs gelaufen seid. Dann drehen sich da viele, viele Augenpaare zu euch um, weibliche Augenpaare und gucken euch an und die Augen sagen, was willst du eigentlich hier? Ich habe ihnen dann versucht zu erklären, na, ich will einfach beweglicher sein, ich will in der Kniebeuge tiefer runterkommen. Jetzt zeigt mir das doch bitte mal. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass das nicht nur was mit meinem Körper macht, sondern auch mit meinem Kopf. Dass eigentlich dieser Achtsamkeitsaspekt, der hinter Yoga steckt, viel, viel wertvoller ist als das, was es mit der Beweglichkeit macht. Das war mein Link zu diesem Thema. Und das ist eigentlich auch schon die Überleitung zu unserer nächsten Folie. Was haben denn Olli und Dalai zur Hölle miteinander zu tun? Beide haben ziemlich viel Selbstbewusstsein, allerdings auf völlig andere Arten und Weisen.
Wer Oli Kahn noch kennt in seiner aktiven Karriere, inzwischen ist er ein bisschen ruhiger geworden. Das war derjenige, der den Spruch geprägt hat, Eier, wir brauchen Eier. Selbstbewusstsein, breite Brust, sich durch nichts umwerfen lassen, immer vorne weggehen, gegen alle Widerstände. Dem konnte relativ wenig umwerfen. Dalai kann auch ziemlich wenig umwerfen, auch er hat Selbstbewusstsein. Und vielleicht auch ein bisschen von dem von Olli, aber er hat vor allem dieses, ich bin mir meiner selbst bewusst. Das erklärt man am einfachsten eigentlich, kennt ihr diese Situation, wenn ihr da sitzt und irgendwann merkt, oh, mein Nacken ist irgendwie so total hochgezogen, meine Schultern hängen knapp an den Ohren dran und ihr merkt, ich bin völlig verspannt. In diesem Moment seid ihr euch eurer selbst bewusst, ihr merkt, was mit euch passiert. Das sind zwei völlig unterschiedliche Arten von Selbstbewusstsein. Stellt sich raus, am besten haben wir beide und wir brauchen beide, um sinnvoll agil arbeiten zu können. Amelie. Genau, wir möchten euch einen kleinen Überblick geben. Wir haben das Thema selbst aus verschiedenen Blickwinkeln uns angeschaut. Und in der Psychologie, da unterteilt man ganz oft in diese drei Blickwinkel, die ihr gerade seht. Also man hat zum einen die kognitive Ebene, das ist das reine Faktenwissen über ein Thema. Wir haben die affektive Ebene, die betrachtet die Emotionen und die behaviorale Ebene, die schließlich betrachtet das Verhalten. Wenn wir jetzt aus den Ebenen uns das Selbst anschauen, dann ist die kognitive Komponente das Selbst. Boris, du darfst eins weiterklicken. Da reden wir von dem Selbstkonzept. Also Selbstkonzept, das ist das Wissenssystem über die eigene Person, das, was uns über uns als Person bewusst ist. Aber nochmal ganz neutral. Wenn wir dem Ganzen jetzt eine Bewertung geben, also unsere subjektive Bewertung dieser einzelnen Aspekte, dann reden wir von Selbstwert. Das ist die affektive Komponente. Und schließlich die behaviorale Komponente. Das ist die Selbstwirksamkeitserwartung. Sehr langer Begriff. Selbstwirksamkeitserwartung ist das, was wir so im Alltagsgebrauch am ehesten unter Selbstbewusstsein verstehen. Also habe ich die Überzeugung, neue oder schwierige Anforderungssituationen auf dem, was ich selber kann, aufgrund von meinen Kompetenzen bewältigen zu können. Also glaube ich, Kompetenzen sind groß genug, schaffe ich wahrscheinlich die Anforderungen, Selbstbewusstsein oder in dem Fall Selbstwirksamkeitserwartung wäre hoch. So mal ein ganz grober Überblick. Wir gehen jetzt noch mal ein bisschen tiefer in die einzelnen Aspekte rein. Und fangen da mit dem Selbstkonzept an. Darf ich weitermachen? Also im Wesentlichen beantwortet das Thema Selbstkonzept zwei Fragen. Also ich habe schon gesagt, das ist das Wissenssystem über die eigene Person. Das heißt, es beantwortet die Frage, wer bin ich eigentlich und was macht mich als Person aus? Und das Selbstkonzept, das kann ganz unterschiedliche Aspekte beinhalten. Und ist auch von Person zu Person unterschiedlich, was man selber in sein Selbstkonzept einfließen lässt. Also das sind von einfachen physischen Merkmalen, also zum Beispiel, wie groß bin ich, welche Haarfarbe habe ich, über demografische Charakteristika, also wo komme ich her, oder auch Abstammung, also wo kommt meine Familie her. Aber natürlich fließen auch die gemachten Erfahrungen, die man im Laufe des Lebens macht, mit ein, die prägen natürlich ganz stark das Selbstkonzept. Und Boris, es gibt noch eine rechte Seite, eins weiter. Auch zum Beispiel, was mich als Person ausmacht, sind ja auch die Ziele, die ich mir für mich selber setze oder die Werte, die mir wichtig sind. So viel mal zum Selbstkonzept. Was hat das Ganze jetzt mit Agilität zu tun oder warum glauben wir, dass das relevant ist? Stellt euch vor, vielleicht habt ihr das selber, eins zurück. Stellt euch vor, also vielleicht habt ihr das selber auch schon selbst erlebt oder in eurem Umfeld mitbekommen. Ihr habt eine gewisse Rolle in einem klassischen Setting. Vielleicht seid ihr euer Leben lang Projektleiter, Produktmanager und jetzt wird Scrum eingeführt. Da gibt es die Rolle Projektleiter nicht mehr oder Produktmanager. Und wenn euer Selbstkonzept jetzt immer darauf beruht hat, also ihr seid vielleicht sogar sehr erfolgreich gewesen über die Jahrzehnte hinweg oder die ganzen Jahre, die ihr euren Beruf ausführt
Und auf einmal gibt es diese Rolle nicht mehr. Ihr müsst eine neue Rolle einnehmen. Vielleicht habt ihr sogar einen sehr, sehr engagierten Coach, der zu euch sagt, vergiss alles, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Wir machen jetzt alles anders. Das bringt das Selbstkonzept schon stark ins Wanken. All die Fragen, wer bin ich und was macht mich aus, kann man jetzt auch nicht mehr so einfach für sich selber beantworten. Aus diesem Grund gibt es auch einige Menschen, die sich dann dagegen sperren, weil sie würden ja auch sich als Person, das, was man eigentlich ist, aufgeben. Und das kann die Menschen wirklich auch in eine tiefe Krise führen. Aber was ihr auch seht, also es gibt im Wesentlichen zwei Dinge, die auch das Selbstkonzept betreffen und wie man dem Ganzen entgegenwirken kann. Also zum einen kann man sein Selbstkonzept auf unterschiedliche Dinge stellen. Es gibt veränderbare Merkmale, die also einfach im Laufe des Lebens ganz normal sich verändern, die vergänglich sind, und es gibt eher stabile Merkmale. Und also ein Job oder eine Rolle wird sich zwangsläufig im Laufe des Lebens verändern. Oder nehmen wir ein Merkmal, Schönheit oder Jugend, wenn ich mein Selbstkonzept darauf aufbaue, auch das wird sich zwangsläufig verändern. Das heißt, das sind vielleicht die Dinge, die nicht so schlau sind, wenn ich darauf mein Selbstkonzept aufbaue, sondern es sind dann vielleicht eher die überdauernden Themen wie die Ziele zum Beispiel oder die Werte, das, was mich als Person ausmacht, wo ich mein Selbstkonzept drauf aufbauen sollte. Und die zweite Sache ist, ich kann mein Selbstkonzept ja unterschiedlich komplex gestalten. Will ich wirklich mein Haus, also baut man ein Haus nur aufgrund von einer tragenden Säule oder einer tragenden Wand? Was passiert, wenn die einstürzt? Das ganze Haus fällt ein. Das heißt, auch hier macht es Sinn, ein Haus auf mehrere Fundamente zu stellen oder ein solides Fundament, mehrere tragende Wände. Und dann wird das Ganze schon stabiler. Stellt euch an der Stelle zum Beispiel auch einen Leistungssportler vor, der sein Leben nichts anderes macht und auf Olympia hin trainiert und dann seine Karriere beendet oder vielleicht auch durch einen Unfall seine Karriere nicht freiwillig beendet. Auch solche Menschen stürzen dann ganz schnell in eine Krise, weil das, was sie ausmacht, also Sportlichkeit, der Beste zu sein, nicht mehr da ist. Und auch hier macht es dann Sinn, weil wir Menschen sind mehr als nur unsere Rolle oder unser Job, eben das auf andere Dinge zu fokussieren. Genau. Und aber es ist auch ganz normal, dass sich unser Selbstkonzept im Laufe des Lebens verändert. Fragt ihr zum Beispiel ein Kind die Frage, wer bist du, was macht dich aus, kommen meistens einfach nur physische Merkmale, also Name, Alter, Geschlecht oder so. Also das ist noch nicht komplex. Man muss ja auch erstmal über sich selber dazulernen. Und das schafft man über zwei Dinge, Selbstreflexion und Feedback durch andere. Und zum Thema Selbstreflexion, wir wollen das Ganze ja auch sehr praktisch gestalten und dass ihr auch wirklich einen Mehrwert von habt, haben wir euch da etwas mitgebracht. Boris. Mhm. Wunderbar. Dankeschön, Amelie. Bevor wir darauf eingehen, eine kurze Anmerkung. Dieter und Olaf haben im Chat völlig richtigerweise angemerkt, Dalai Lama ist kein Name, es ist ein Titel. Da habt ihr recht. Diese Vereinfachung haben wir uns aufgrund der Dramaturgie des Vortrags erlaubt. Der korrekte Vorname, wenn wir es verwenden würden, im Gegensatz zu Olli, wäre Tenzin. Das nur am Rande. Amelie hat Selbstreflexion angesprochen und genau in die wollen wir euch jetzt bringen. Wir haben uns mit dem Thema befasst und sind dann irgendwann auf die Idee gekommen, ne, die Fragen, die wir uns da stellen, die könnten doch auch für andere relevant sein. Und wir haben uns die aus unserer Sicht hilfreichsten Fragen mal geschnappt und daraus einen Canvas gebastelt. Ein Canvas, der euch helfen kann, euer Selbstkonzept mal ein bisschen zu beleuchten. Den könnt ihr jetzt runterladen, entweder über den Kurzlink, den ihr da seht, oder den QR-Code, den ihr oben findet, und füllt den mal aus für euch und versucht einfach mal euer Selbstkonzept ein wenig zu beleuchten. Ihr kriegt dafür von uns 6 Minuten Zeit. Wie soll euer Selbstkonzept aussehen? Falls ihr zwischendurch Fragen habt,
wie er verwendet wird, könnt ihr die natürlich gerne in den Chat packen. Ansonsten würden wir euch damit größtenteils in Ruhe lassen. Tom im Chat wünscht sich Musik als Hintergrundbemalung. Kann dann schnell mal jemand von euch was auf der Ukulele trällern oder so? Musik müsstet ihr einspielen, glaube ich. Das Ja, kann da man kommt sich eine überraschen. Vorbereitung. Tut mir leid, Tom, im Singen bin ich so schlecht. So eine Jeopardy-Musik könntest du einspielen. Dun, dun, dun. Was guckt schon auf die Uhr, da gibt es mal einen Zwischenstand. Okay,
Das soll für den Moment reichen. Lasst euch gesagt sein, mit diesem Teil kann man wesentlich mehr Zeit verbringen als ein paar Minuten. Jeder von uns hat das mindestens mal eine Stunde gemacht, teilweise noch länger, und es lohnt sich auch, das immer mal wieder zu tun. Wenn ihr möchtet, postet mal so ein paar Impulse in den Chat. Wie könnte man das Ding denn anwenden? Was braucht ihr dafür? Die können vielleicht auch anderen Teilnehmern helfen. Und den Vorschlag, beim nächsten Mal noch so eine leichte meditative Musik einzuspielen, den nehmen wir auf und schauen, ob wir das hinkriegen. Canvas ist nicht verloren. Ihr könnt ihn euch auch danach natürlich noch runterladen. Wir posten den Link dann nochmal. China. Wir hören dich noch nicht. Wir gehen einen Schritt weiter. Wir haben gerade viel über das Selbstkonzept gehört und uns auch in ersten Schritten damit auseinandergesetzt. Aber jetzt soll es um den Selbstwert gehen. Die Amelie hat uns schon ein bisschen erklärt, worum es geht. Aber jetzt stellt euch doch mal vor, ich wäre eure 5-jährige Nichte. Wir sind gerade beim Familienkaffee. Und ich komme ganz aufgeregt auf euch zu. Hey, ich habe gerade zum ersten Mal Selbstwert gehört. Was ist das eigentlich? Vielleicht könnt ihr mir 1, 2 Impulse einfach kurz in den Chat schreiben. Wie würdet ihr mir Selbstwert erklären? Wir haben so ein Delay von 10 bis 15 Sekunden, ne, Richtung YouTube. Also. Okay, dann stellen wir uns einfach noch ein bisschen weiter den Familienkaffee vor und atmen einmal tief durch. Nach der Reflexion. Da es jetzt doch ein bisschen länger geht, greife ich mal ein bisschen vor, was denn so typische, hier, der Wert, den man sich selbst gibt, wie wertvoll man sich selber wahrnimmt und was macht dich aus. Selbstwert entsteht, wenn du weißt, was du kannst. Total spannend. Und wenn ich jetzt fragen würde, was ich aufgrund der Zeit jetzt vermeide, wann fühlst du dich denn wertvoll? Dann, woran ich denke, wenn ich an dich denke, das ist aber schön. Dann wären das verschiedene Sachen, die oft im Außen stattfinden, wie zum Beispiel, wenn ich geliebt werde oder wenn ich einen Job habe, wenn ich eine erfolgreiche Beziehung führe. Tatsächlich ist aber der Selbstwert ein Wert, den man sich durchaus durch die Reflexion selber gibt. Das heißt, ich bewerte subjektiv mein Selbstkonzept. Ganz wichtig ist hier das Subjektiv. Ich gleiche also ab, was ist mein Soll-Selbst, was glaube ich, wie ich sein sollte, mein Ist-Selbst, wie nehme ich mich aktuell wahr, und mein Ideal-Selbst, wie wäre ich denn gerne. Was man daran schon sieht, ist, wenn ich meinen Selbstwert steigern möchte, dann sollte ich nicht in Handlungen gehen, da diese wieder im Außen stattfinden und nicht mit meiner subjektiven Reflexion zusammenhängen, sondern der erste Schritt sollte immer eine Reflexion sein. Und zwar auch sich zu hinterfragen, wenn ich mich vergleiche, dass ich das zum einen bewusst mache und auch den Maßstab, an dem ich mich vergleiche, hinterfrage. Wenn ich das nicht tue und mich immer nur unbewusst vergleiche, dann werde ich mein Ziel nie erreichen. Es geht also um ein bewusstes Wahrnehmen von mir selbst und das Anstellen von bewussten Vergleichen, um mich selbst besser kennenzulernen. Fragen, die dabei helfen können, sind wie, also finde ich mich selber gut? Bin ich wertvoll? Kann ich akzeptieren, dass ich manche Dinge vielleicht auch nicht so gut kann? Und was kann ich richtig gut? Als Agile Coach oder Scrum Master kann ich zum einen diese Fragen in einem sicheren Rahmen stellen, wenn mein Gegenüber dazu bereit ist und auch das Office und auch mir klar signalisiert, dass es für mein Gegenüber okay ist, dass ich diese Fragen stelle. Denn eins müssen wir uns ganz klar bewusst sein, wenn wir über Selbstwert reden, dann ist es eine ganz, ganz persönliche Angelegenheit. Um das Ganze so ein bisschen haptischer zu machen und euch vielleicht noch ein bisschen besser zu veranschaulichen, habe ich bei meiner Recherche ein super Beispiel gesehen, das ich gerne mit euch machen würde. Ich habe hier 50 Euro. Wenn ich euch jetzt fragen würde, was sind denn 50 Euro wert? Dann würde ich jetzt mit der Aussage rechnen, 50 Euro. Wenn ich die jetzt zerknülle, wie viel sind diese 50 Euro jetzt wert?
In meiner Welt sind zerknüllte 50 Euro immer noch 50 Euro wert. Auch wenn ich sie auf den Boden schmeiß und sogar noch ein bisschen rumdreht, dann sind es immer noch 50 Euro. Wenn ich die jetzt so zerknüllt und auf den Boden geschmissen in den Louis Vuitton-Geldbeutel stecke, sind die 50 Euro immer noch 50 Euro wert. Das heißt, bei Geld ist es uns vollkommen klar, dass der Wert des Geldes nicht davon abhängt, wie wir mit dem Geld umgehen oder in welchen Anzug, in welche Kleidung wir das Geld stecken. Warum machen wir bei uns Menschen einen Unterschied? Warum lassen wir unseren Wert davon bestimmen, wie Menschen mit uns umgehen und welche Kleidung wir anhaben? Wir haben bisher über die Emotionen gesprochen, die bei uns entstehen, wenn wir uns mit dem Selbst beschäftigen, also dem Selbstwert. Ich würde gerne mit euch jetzt ins Verhalten, also in die Handlungsmöglichkeiten gehen. Und dafür reden wir über die Selbstwirksamkeitserwartung. Im ersten Schritt möchte ich euch aber ein Beispiel mitgeben, ein Experiment, das leider tatsächlich stattgefunden hat, das das ganz gut veranschaulicht. 1967 hat Martin Seligmann drei Gruppen mit Hunden gemacht. Die erste Gruppe war eine Gruppe in einem Käfig, die hatte einen Hebel, die zweite hatte keinen Hebel und die dritte war die Kontrollgruppe, mit der ist erstmal nichts passiert. Und ihr seht schon, bei der Gruppe 1 und 2 ist der Kasten um den Hund ein bisschen rot. Gruppe 1 und 2 wurden nämlich Stromschlägen ausgesetzt. Und die Gruppe 1 konnte anhand des Hebels diese Stromschläge aktiv ausstellen. Also sie konnte was an der Situation ändern. Gruppe 2 nicht. Und Gruppe 3 hat erstmal keine Stromschläge erfahren. Das war die sogenannte Lernphase. Und je mehr Durchgänge gemacht wurden, konnte man beobachten, dass Gruppe 1 mit dem Hebel immer schneller wurde, die Stromschläge auszustellen. In der zweiten Phase des Experiments kamen die Hunde in andere Käfige. Und dort gab es keinen Hebel mehr, sondern der Käfig war zweigeteilt. Boris, würdest du nochmal eine Folie bitte weiterdrücken? Na klar. Danke. Und jetzt wurden alle drei Gruppen Stromschlägen ausgesetzt, aber das Verhalten war ein unterschiedliches. Während Gruppe 1 sehr schnell versucht hat, etwas an der Situation zu ändern und entdeckt hat, dass wenn sie über eine ungefähr schulterhohe Wand springen, die Stromschläge aufhören, hat Gruppe 3 das auch entdeckt, aber wesentlich langsamer als Gruppe 1. Also die Kontrollgruppe vorher, die vorher nicht Stromschlägen ausgesetzt war. Gruppe 2, die vorher Stromschlägen ausgesetzt war und nichts an der Situation ändern konnte, haben am längsten gebraucht, um zu verstehen, dass sie etwas jetzt ändern können oder sind sogar in regelrechter Schockstarre verharrt und haben gar nichts gemacht, sondern sind einfach stehen geblieben und waren der Situation ausgeliefert. Das kann man hier beobachten. Das ist das System oder das Phänomen der sogenannten erlernten Hilflosigkeit. Und das ist das Gegenteil oder zumindest das Nichtvorhandensein einer Selbstwirksamkeitserwartung. Das bedeutet, die Selbstwirksamkeitserwartung ist eine sogenannte Kontrollüberzeugung, der Glaube daran, dass ich mit meinem Handeln an mein Ziel kommen kann und die individuellen Fähigkeiten und Kenntnisse besitze, um diesen Weg zu bestreiten. Du kannst gerne nochmal eine Folie weitermachen. Danke. Das heißt, dahinter steht immer die Frage, erwarte ich, dass mein Handeln mich an mein Ziel bringt? Weitere Fragen, die ich mir hier stellen kann, sind, welches Wissen und Können benötige ich denn, um an mein Ziel zu kommen? Oder welches muss ich vielleicht noch erlernen? Und wen kann ich um Unterstützung bitten? Wir wissen alle, wir sind nicht allein in der Welt. Und es ist keine Schande und es ist sogar gut, wenn man sich Unterstützung sucht. Was aber auch der Fall bei der Selbstwirksamkeitserwartung ist, ist, dass sie immer situationsabhängig ist. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel mal die Jobsuche anschaue, dann ist es so, dass es verschiedene Phasen gibt. Zum Beispiel das Bewerbungsschreiben oder das Vorstellungsgespräch. Wenn ich weiß, ich bin super gut im Bewerbungsschreiben, aber ich bin nervös in Vorstellungsgesprächen, dann sollte ich mich, wenn ich meine Selbstwirksamkeitserwartung erhöhen möchte, auf meine Erfolge der Vergangenheit fokussieren.
was hat da den Erfolg ausgemacht und welche Fähigkeiten kamen da zum Einsatz? Ich kann mich auch bewusst mit meinen Unsicherheiten beschäftigen und wenn ich nervös werde im Vorstellungsgespräch, diese Nervosität für mich nutzen. Situationen und Personen sind immer Auslöser für Unsicherheiten, aber ich kann mit meinem Verhalten darauf hinsteuern, damit bewusst umzugehen. Ich kann mich auch wieder bewusst vergleichen, das habe ich vorhin schon erwähnt. Was möchte ich mir vielleicht von anderen abschauen und Bestätigung und Feedback holen von Leuten, die mir wohlgesonnen sind, um mich hier zu bestärken. Dann gebe ich nochmal weiter an Boris. Wir haben uns nämlich noch ein paar Fragen für euch überlegt. Genau. Wir haben schon eine Übung mit dem Selbstkonzept Canvas gemacht, die euch hilft, das ein bisschen für euch zu beleuchten. Und wir haben eine weitere Möglichkeit für euch, das Thema Selbstwirksamkeit ein bisschen unter die Lupe zu nehmen. Auch hier gibt es Coaching-Fragen, wenn ihr es so nennen möchtet, die ihr für euch selbst verwenden könnt, die ihr mit euren Coaches verwenden könnt, die ihr vielleicht auch in einer Gruppe verwenden könnt. Das ist wirklich maximal individuell. Aufgrund der Zeit werden wir die nicht jetzt machen, aber wir stellen sie euch gerne im Nachgang zur Verfügung. Zwei Quadranten von Fragen. Der linke zielt hauptsächlich auf den Selbstwert ab. Schließt also auch nochmal so ein bisschen an den Canvas an. Der rechte ist dieses Thema Selbstwirksamkeitserwartung. Welche Fragen kann ich mir stellen, um meine Selbstwirksamkeitserwartung überhaupt mal kennenzulernen? Welche Fragen kann ich mir stellen, um die vielleicht auch zu steigern? Wie versprochen, wir stellen es euch danach zur Verfügung. In Anbetracht der Zeit machen wir die Übung nicht direkt jetzt. Genau, das nutze ich, um euch zu sagen, 5 Minuten haben wir noch. Genau. Selbstbewusstsein und Agilität, das war der Aufhänger. Und ich glaube, ihr habt viele Aspekte schon kennengelernt, warum dieses Thema wichtig ist im Zusammenhang mit Agilität. Und wenn wir es auf die Essenz zurückbringen, was ist eigentlich Agilität? Dann ist es ja dieses Thema, wir machen Dinge transparent, wir inspizieren sie und wir adaptieren basierend darauf. Welche Möglichkeiten habt ihr, die ihr jetzt teilweise schon kennengelernt habt? Dieses Canvas und diese Leitfragen sind mögliche Varianten, um Transparenz über euer Selbst herzustellen. Nichts anderes. Ihr inspiziert, was euer Selbstkonzept ausmacht. Ihr inspiziert, was eure Selbstwirksamkeitserwartung ist. Und zu guter Letzt könnt ihr euch die Frage stellen, basierend auf dem, was ihr gelernt habt, welche kleine Aktion möchtet ihr denn vornehmen, um eure Selbstwirksamkeitserwartung anzupassen? Und das ist sowohl für euch persönlich eine wichtige Frage, als auch wenn ihr es als Coaching-Methode einsetzen möchtet. Inspect, adapt. Uns sind noch so ein paar andere Dinge eingefallen. Genau. Danke für die super Überleitung. Also zum einen ist Agilität ja auch der Umgang mit häufiger Veränderung in einem komplexen Umfeld. Das bedeutet, es gibt viel Unsicherheit und immer wieder muss ich mich neuen Herausforderungen stellen. Das kann durchaus auch Stress auslösen. Das bedeutet, im Zusammenhang mit Agilität ist Resilienz, also der selbstbewusste Umgang mit Stress und die Fähigkeit, auf Stress zu reagieren, sehr wichtig. Und Selbstbewusstsein ist ein ganz entscheidender Teil von Resilienz. Mir bewusst zu sein, über welche Werkzeuge ich verfüge, um Probleme und neue Herausforderungen zu lösen und aber auch diesem selbstbewusst entgegenzutreten, kann einen souveränen Umgang mit Veränderungen und damit auch mit Agilität bestärken. Und wie Boris schon vorher gefragt hat, wie können wir uns das selbst adaptieren, um besser zurechtzukommen im Bereich der Agilität? Dafür haben wir euch erste Impulse mitgebracht. Die darf die Amelie jetzt noch, oder die möchte Amelie mit euch teilen. Genau, wir haben vorhin gesagt, dass Selbstreflexion und Feedback von anderen die wichtigsten Quellen der Selbsterkenntnis sind. Das heißt, gebt anderen direktes Feedback, sagt es ihnen, aber auch durch Mimik und Gestik könnt ihr das Feedback geben. Und umgekehrt bedeutet das natürlich auch Feedback geben. Ich muss auch bereit sein, Feedback anzunehmen. Das ist was Positives. Ich kann davon etwas lernen.
sich selbst und andere, lächel, wenn du etwas gut findest, passt genau zu dem Feedback. Auch das ist zum Beispiel eine Form von Feedback. Die China lacht gerade oder der Boris, vielleicht gefällt es ihnen gerade, dieser Vortrag zu dritt. Sich selbst und andere wertschätzen, haben wir auch von der China gehört. Das gleiche wie mit dem 50-Euro-Schein. Wir Menschen sind wertvoll. Auch Vergleiche, bewusste Vergleiche mit anderen können uns helfen, dazu zu lernen. Und zum Schluss, nimm auch mal eine andere Perspektive rein. Denk dich in dein Gegenüber rein und reflektier, wie du vielleicht auf dein Gegenüber wirkst und was du tun kannst, um selbstwirksamer zu werden. Und vielen Dank für euer Zuhören. Wir sind an der Stelle am Ende und haben noch 2 Minuten Zeit für eure Fragen im Chat. Ja, vielen Dank euch für den Vortrag. Es gab eine heiße Diskussion im Hopin-Chat. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch schon verfolgt habt. Insbesondere über die von China vorgestellten Experimente mit Geldscheinen und den armen Hunden. wir haben jetzt eigentlich nur noch 1 Minute. Vielleicht schaffe ich noch eine Frage oder vielleicht eine aus dem Publikum. Ansonsten könnt ihr auch gerne noch eine Session aufmachen unter den Hop-In-Sessions, wenn dann noch Interesse ist an einer weitergehenden Diskussion der Sache. Das wäre das Angebot. Eine Frage, die ich im Chat noch mitgelesen habe, ihr habt ja auch so ein bisschen über Transparenz und sowas gesprochen, war die konkrete Frage, wenn ich mir so ein Canvas zusammengeschrieben habe, wie öffentlich mache ich denn das? Veröffentliche ich das einfach so oder erzähle den Leuten drüber? Wie würdet ihr das sowas annehmen? Also ich würde sagen, an der Stelle, das muss jeder ganz für sich entscheiden. Also China hat vorhin gesagt, das ist eine super persönliche Sache. Das heißt, wenn ich persönlich das gerne mit anderen teilen möchte, dann kann ich das sehr gerne machen. Aber in meiner Rolle als Agile Coach, ich würde jetzt nie ein Team zwingen, zum Beispiel in eine Retrospektive und das von den anderen verlangen, dass das jetzt jeder ausfüllt und jeder mit den anderen teilt. Wenn aber das ganze Team sagt, das ist in Ordnung für mich, dann würde ich es machen. Ja, spannendes Thema. Beschäftige mich auch tatsächlich selbst gerade so in diesem Jahr, auch so Sachen transparent zu machen. Ich stelle vielleicht fest, dass ich in 6 Minuten sowas auf keinen Fall ausfüllen kann, sondern dass ich da eigentlich auch Reflexion mit anderen drüber brauche und auch in der Stunde das nicht einfach so runterschreiben kann und einen stetigen Abgleich dessen. Also ja, ich glaube, es ist sehr wertvoll, das zu tun. Insofern danke ich euch. Vielleicht guckt ihr nochmal in den Chat, wie gesagt, ob da Fragen sind und verlagert das dann in eine Hop-In-Session. Und ja, vielen Dank und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Danke dir. Schönen Tag noch. Ja.